So, herzlich willkommen, Leute, hier auf der ganz schnellen, sozial verzogenen Runde. Was ist denn los hier auf der empathischen und authentischen und vor allem digitalen Bildungsrevolution? Wir sind ja hier so ganz schnell unterwegs und ich dachte mir, ja, warum denn auch nicht mal schnell? Wir haben immer sonst so große und komplizierte Themen. Da kann es auch mal schnelle Häppchen für euch geben und die versuche ich hier in knapp 5 Minuten mal hinzubekommen. Das ist eine Challenge für mich, weil ich rede ja immer so viel. Sollte ich das nicht schaffen, kriegt ihr im nächsten Video einen kleinen Hinweis, was ich euch als Community dafür so ein bisschen Gutes tue. Okay, machen wir das so. Im Gegenzug macht ihr aber jetzt schon mal den Abo-Button. Okay, denn jetzt geht's nämlich los. Und zwar fangen wir vorne an. Was ist Pädagogik? Das müsste man eigentlich auch erst mal wissen, bevor wir uns hier mit ganz schwierigen Themen auseinandersetzen. Denn es ist ja die Wissenschaft von der Erziehung und Bildung der Menschen. Ja, ganz einfach. Und schon ist das Video zu Ende. Nein, Quatsch. Ihr wollt ja bestimmt auch wissen, was macht denn dann so ein Pädagoge? Also Wissenschaft bedeutet ja, es ist so ein Studienschreiber, so ein experimenteller Typ. Nein, nicht nur. Vielleicht auch so ein bisschen, aber erstmal ist er ein Entwicklungsbegleiter. Er beschäftigt sich mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Heranwachsenden und versucht natürlich dort die besten Mittel und Wege einzuleiten, damit Bildung und Erziehung, schwieriges Wort für mich, auch wirksam umgesetzt werden können. Und dabei geht es gar nicht nur um Wissensvermittlung, sondern um Entwicklungspsychologie. Das bedeutet wiederum, sie schauen sich ganz genau an, wie wächst ein Kind heran? Was passiert auf den ganzen Entwicklungsschritten, in den Phasen? Was lernen sie? Wo sind ihre Stärken? Wo sind ihre Schwächen? Und so weiter und so fort. Das ist also ein hypergroßer Komplex, der von Pädagogen bearbeitet wird, wenn man das so sagen kann, in dem Zusammenhang. Naja, und letztendlich ist man auch irgendwie so ein bisschen Elternberater, denn die Eltern sind sehr wichtig in der Arbeit eines Pädagogen, denn sie sind so ein bisschen der Schlüsselfaktor hinter die Kulissen. Und deshalb ist man auch teilweise so ein bisschen Elternbegleiter, Elternberater, weil man auch ganz viel auffängt, was die Eltern so an Interessen mitbringen, beziehungsweise an Fragen und Sorgen. Ja, das darf man nicht vergessen. Und naja, so ein Pädagoge ist nun mal dann auch ein Erzieher, ein Lehrer, ein Sozialpädagoge. Es gibt so viele Facetten in dieser Sparte, dass es unzählige Berufe gibt, die man dort ausüben kann. Ja, und welche Bereiche in der Pädagogik gibt es? Gibt es jetzt nochmal Schwerpunkte? Ja, es gibt erstmal die Theorie und auf die baut natürlich vieles auf. Es geht um Didaktik, um Lernmethoden und natürlich auch Erziehungskonzepte. Damit beschäftigt sich ein Pädagoge insbesondere, denn er muss ja quasi aus allem einen Weg machen oder beziehungsweise einen Weg mit ganz kleinen, feinen Seitensteps, damit ein Kind ressourcenorientiert auch lernen kann. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Praxis. Auch die ist dann ganz entscheidend, weil das, was ich gelernt habe vorher, muss ich jetzt auch umsetzen können. Und hierbei geht es dann natürlich auch um Fürsorge, um Sozialisation, ein mega Aspekt im Pädagogikbereich. Und dann am Ende auch natürlich um die Bildung. Denn aus allem entsteht Bildung. Und damit sind wir sozialisiert, sind gesellschaftsfähig. Ach, und es geht noch viel tiefer, Leute. Aber wir sind doch hier in den 5 Minuten. Ich weiß nicht mal, ob wir das schon sind. Haben wir hier irgendwo eine Uhr? Okay, an welchen Orten finde ich denn jetzt nun diese Superpädagogen, diese sogenannten Entwicklungsbegleiter? Ja, die Orte sind vielfältig. Ihr könnt natürlich als Erzieher im Kindergarten arbeiten und mit den Jüngsten beginnen. Ihr könnt in der Schule arbeiten, im Hortbereich zum Beispiel, und könnt dort die Erst- bis Sechstklässler begleiten. Ihr könnt als Sozialarbeiter arbeiten und färbt natürlich noch das Ganze rumherum um einzelne Schicksale, sage ich jetzt mal, wenn man dann auch von Familienberatung spricht etc. pp. Ihr könnt als Einzelfall- oder Familienhelfer sogar arbeiten und nochmal ganz direkt und sehr speziell auf pädagogische Privatkonzepte sozusagen einwirken. Oder ihr könnt auch im Bereich Hilfen zur Erziehung arbeiten. Das bedeutet zum Beispiel unter anderem auch Familien- und Einzelfallhilfe, aber auch nochmal ganz klar Wohngruppenbetreuung beispielsweise. Und dort wohnt ihr quasi mit euren betreuenden Kindern zusammen auf Zeit, nicht die ganze Lebenszeit, aber dann in Schichten.
Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt diese 5 Minuten geschafft, aber das mal so ganz quickie. Was ist Pädagogik? Wenn natürlich mehr Interesse besteht und ihr wollt so richtig hinter die Kulissen gucken, dann ist mein Kanal natürlich der richtige dafür. Also, wie ich euch vorhin schon empfohlen habe, klickt auf den Abo-Button. So sieht das hier nämlich aus in der Pädagogik. Die ist so vielfältig. Das gibt so viele Aktionspunkte. Aber gut, ist auch egal. Wenn ihr mehr wollt, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter, haut da gerne rein, würde mich freuen und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten längeren Video. Und ich freue mich jetzt schon auf die Themen und dann schauen wir weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder zurückkommt hier auf den Kanal und alle, die da sind, ach, auf die freue ich mich natürlich sowieso. Also bis dann, ciao.